Er steht wieder mit dem Kopf vor meinem Bohrer. Wie? Wo? Wo geht's denn lang? Da? Ah, hier oben hat er aber auch noch welche vergessen. Ja, oh, ich kann. Ah, bitte, mach du mal da unten. Und direkt links und rechts darunter sind noch zwei. Genau, und dann noch rechts. Was, rechts? Da? Ich sehe dich nicht, aber. Oh. Nö, ich sehe dich nicht. Hier bin ich. Ja! Und wo jetzt? Ich ziel gerade drauf. Wenn du ein bisschen verfolgen kannst. Da, hier. Nee, hier vorne beim. Ach, da unten bei dir. Wo ich drauf ziele, in meiner Richtung. Da ist ein Vorsprung oder so. Ja. Da, genau da. Da soll noch einer sein. Okay, ich bin leer. Ich hab noch ein bisschen. Boah, ich hab zwei Leitungen verballert. Naja, egal. Das haben wir schon mal, das nach Hause bringen. Direkt umarbeiten. Und den zweiten Erstkenner anschmeißen. Hätte ich nicht geglaubt, dass man den doch noch braucht. Ich denke aber, das ändern sie noch. Die Bubbles sind, ja, eigentlich nicht so schön. Auch man gewöhnt sich an alles. Das ist richtig, aber die Erzlager, wie wir sie hier für Metall haben, sind eigentlich schöner. Oh, die Blumen wachsen ja gar nicht. 450 habe ich bis jetzt in der Tasche. Noch die Welt, nee, nicht die Welt. Warte, ich muss jetzt sogar Promethium-Zellen lernen. Ja, du musst selbst die Promethium-Zellen lernen. Oh, wie geil ist das denn? Du kannst nur die... Doch, nee, warte mal, das sind die kleinen Zellen. Aber ich lerne direkt die großen, spart. Wenn ich noch wüsste, wo, ich glaube in diverse. Ich komme zu den ein, zwei Bubbelchen hier. Ach, da kommen wieder ein paar Drohnen. Genau. Wahrscheinlich eine einzige wieder. Kannst du ja bei denen das Multitool ausprobieren. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Den traue ich kein Stück. Kraftstoffzellen Promethium. Achso, Kraftstoff, die kann man nicht. Okay. Dann brauchen wir doch erstmal eine hunderte kleine. Ach, die Drohnen, die knipse ich einfach so aus. Na komm, probieren wir mal das Multitool. Verteidigungsmodus. Ach, die ist noch gar nicht da, die faule Socke. Unser Gemüse will nicht wachsen. Farm ich in der Zeit noch ein bisschen Holz. Ach nee, warte, dann habe ich gleich keine Stamina mehr. Oh, ehrlich. Mal die Pflanzen damit kaputt machen. Ja, du kannst Pflanzen mit dem Verteidigungstool vom Multitool auch zerstören. 20, ja, geht. Wir können die damit kaputt machen. Ich habe jetzt den Honig bei uns kaputt gemacht. Ey, die Solarzellen sind cool. Die funktionieren nachts. Also, es ist dunkel, aber wir haben Tag. Anders kann ich mir die Solarzelle hier nicht erklären. Die ist voll grün. Naja, dann. Ja, das müssen sie nochmal überarbeiten. Denke ich auch. Komm schon, Droni. Zeig dir. Ich habe da was für dir. Ah, die kann man jetzt auch kaputt machen. Das ist ja interessant. Jo,
Oh, schön. Diese großen gelben Kelchpflanzen, ne? Die kann man jetzt auch abschießen. Ging vorher nicht. Also zumindest habe ich es ein paar Mal versucht und nicht geschafft. Er muss auch immer alles kaputt machen. Ja, beim Bauen stören die manchmal. Wie groß ist? Ah ja. Komm schon, Droni. Stamina würde nix. Nixus Dronus. Boing, mit dem Kopf in der Wand. Oh, einen konnte ich gerade noch freilegen und anbauen, da war ich trocken. Haha. Kannst du mit dem Multitool vielleicht noch? Drei, vier sind auf jeden Fall noch drin. Ja gut, okay, ist jetzt aber nicht das. Guck mal, ob du dir mit dem Multitool noch den Rest geben kannst, wenn du ihn schon anbohren Ein konntest. steht Container. Ne, ich habe ihn da mit Selbstverteidigungsmodus, habe ich die dann angegriffen. Also die Bäume und Pflanzen, dabei geht das. Nein. Klatte. Macht nichts. Macht ja nichts. Oh, so ein schöner Versteckenstein. Ja, macht doch nichts. Haben wir jetzt erstmal. 547. Na, kann sich doch schon mal ein bisschen was sehen lassen. Das ist auch nicht die Welt. Nö, das nicht, aber daraus kriegst du halt eine Menge, ne? Nicht zu vergessen. Sind nur noch 16% drin von 862. Okay. Also die sind von Natur aus wohl nicht groß. Nö. Oh Mann. Ja. Jetzt habe ich eine Magenverstimmung. Und Hunger. Ach, leck mich doch. Ich sterbe gleich freiwillig. Echt, jetzt stürzt mich kopfüber in die Grube. Komm, Baum, erschlag mich oder so. Boah, ist doch nicht normal. Die Batterie tankt immer noch nicht. Ach, wenn man hoch und vorwärts will, sollte man auch W und Space drücken und nicht E und Space. Ja, das ist, könnte von Vorteil sein. Hier ist so eine nicht erntbare Pflanze. Die knipse ich mal aus. Probier es zumindest. Ja, genau, die ist nicht erntbar. Nee, die ist überhaupt nicht vorhanden. Ah, da unten. Man muss auf den Stiel zielen. Okay. Versuch die mal wegzumachen. Nee, bringt nichts. Auch auf den Stiel zielen bringt nichts. Mein Gott, hab ich heute einen Wurstsalat. Da hinten kommt noch eine. Müssen wir uns ranhalten. 50 Meter. Verteidigungsmodus. Ah nee, die ist tot. Die rot angezeigt wird. Yep, wundert mich auch. Ist tot und nicht lootbar. Aber da kommt noch eine. Base-Angriffsdosis. Mein Gott, was habe ich heute für einen Redesalat? Base-Angriffsdrohne klein. Lauf direkt auf sie zu. Ich auch. Ah, die backen wieder Der rum. weiß nicht, wie hier passiert. Ja. Stamina weg. Und weg. Das war sie. Yep.
Hat aber ganz schön Stamina gekostet. Ja, bei mir war die Zwischenzeit ganz schön leer. Ja, deswegen habe ich mal schnell auf die Pistole gewechselt, zwei Schuss. Aber hast gesehen, was ich meine, mit drauf zulaufen, die können sich nicht wehren, ne? Nö, die fliegen dann sich einen kaputt. Genau. Stimmt, die brennt, aber bei mir wird sie rot angezeigt. Bei mir ist ja auch rot. Warte, ich will mal probieren. Ich sag, dass das nur, doch nur ein doofer Anzeigefehler ist. Nö, ich war ja schon dran. Also, eigentlich ist ja rot. Ich hab's auch beschossen, alles. Schießt auf mich. Da ist... Nö. Nö. Ich wollte nur mal... Ach, toll. Drei Wo Stück. Ach, das habe ich auch noch falsch eingestellt. Tot? Sie ist tot. Hinter dir ist noch eine. Oh, die hatte gar kein Fleisch mehr, oder war Ninja Looter dran? So gut bin ich auch nicht. Ey, die scheinen gestunt zu werden davon, ne? Okay, alle leer. Gut. Die scheinen gestunt zu werden von der Waffe. Kannst auch nicht lassen, da rumzuballern. Nö, weil ich würde wissen, aber nö. Das ist aber wieder so ein typisches Ding, das ist, wenn den keiner benutzt, gibt es da wieder was. Hatten wir die jetzt da hinten eigentlich schon gelootet? Ja, hast du gelootet. Okay. Dann ab ins Heimatland. Kaum war's unten, war so leer. Dann warst du das. Nö, nee, Ninja Looter. So schnell bin ich nicht. Wie war das noch in dem Talondorf? Als ob dieser Husteneffekt noch sein musste, ne? wie war das in welchem Talondorf? Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Yay, yeah, unser Gemüse wächst! Die hatten ja nicht mal Zeit, zum Boden zu fallen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Unser Gemüse wächst! Ah, das hier ist echt eine Batcave. Ja, ne? Aber ist doch gar nicht so schlecht. Yay! Aber das Ding hier, hast du das schon gepflückt? Oh, und jetzt schieben wir erstmal mal Erz und alles rein. So, nee, Durian kommt noch. Durian kommt noch. Aber wie sieht's denn aus mit Promethium? Ach, der macht noch das da. Nee, warte mal, da kannst du... Ich hab noch was reingeschoben am Promme. Naja. Aber der soll mal eben ein paar Zellen machen, weißt du? Das Ding hab ich kurz umgestellt. Damit ich die Wassergeneratoren ausstellen kann. Wir brauchen ja Frischwasser. Stacken die nicht? Konstruktoren, doch, die stacken. Wir brauchen ja Frischwasser, deswegen. Die Durian ist noch Wachstumsphase 3. Der hier war schon fertig, der Mais. 6 Zellen, 10. Wir brauchen wohl länger. Ja. Bist du da im Single gelandet und hast du lauter Eiweiß um dich herum gehabt. Aber hier ist der Hammer. Und wir haben alles so easy, wie easy es ist, easy möglich ist. Überleg mal, du hättest auch Spaß Medium angefangen. Ja, krass, ne? Also die Drohnenmenge ist Medium, aber die Stärke der Drohnen ist leicht. Damit man wenigstens ein paar Drohnen kriegt, ne? Oh, hier ist schon Wasser. Das Wasser ist nicht weit. Ne. Also Durst haben wir nicht. Oh, ach, das geht hier noch nicht. Muss ich ins Tiefe. Das Durst ist nicht unser Problem. Nö, nicht wirklich. Oh nein. Was ist denn das für ein... What the heck? Och nee, die Wassergeneratoren sind mit der neuen Karte nicht kompatibel. Ah! Ich kann keinen Wassergenerator setzen. Toll. Ja. Naja gut, das ist der neue Strand. Oh, Ballons. Die kannst du ja mal mit deinem Tool kitzeln. Ich glaube nicht, dass die das cool finden. Was sagt der denn? Platziere ihn ins Wasser. Also das wird hier nicht als Wasser akzeptiert, der Strand. Ach, das ist doch Driete. Ach, deswegen sind hier auch die ganzen Pflanzen tot. Glaubst du es? Die nicht erntbaren.
Obwohl die jetzt war wieder erntbar. Das kann natürlich sein. Wenn das hier. Boah, ne, hier geht's auch nicht. Wenn das nicht als Landscape akzeptiert wird. Da ist wieder so ein Eiweißfutzeli. Den darf ich aber pflücken. Und den auch. Ich habe zwei Eiweiß. Also, ne, ich kann machen, was ich will. Ich kann den nicht platzieren, den Wassergenerator. Ist die einzige Möglichkeit, Wasser zu generieren. Ne, es geht hier nirgendwo, selbst im tiefen Wasser nicht. Boah, was sind denn hier für Algen? Okay, es sind nur optische Algen. Ne, darf ich nirgendwo platzieren. Funktioniert er nicht, funktioniert er nicht. Wir müssen uns ein anderes Gewässer suchen. Dieses Wasser hier will er nicht haben. Da stirbt da. Ich? Ah, hört es sich so an. Aber ich hab mit der Stunning-Waffe zwei Talons mitgenommen. Okay. Es geht. Oh, ist nicht schlecht, du. Ist nicht schlecht. Die Stunning-Waffe ist gar nicht so bescheiden, ne? Nee, da kannst du dir die Pistole sparen. Ja. Und die Spinnen und so hat das gut weggenökelt. Muss man ganz einfach sagen. Oh, die Wächter haben sogar das Tape dabei. Was haben sie dabei? Das Tape. Ah. Für kaputte Beine. Ja. So, ich habe ganz viele von dieser Eiweiße. Weil ich den ganzen See hier entlang kraxle, aber nirgendwo den Wassergenerator setzen darf. Ist doch Oh, Scheibenkleister. Kürbiskeime, Kaffee, Kräuterblätter und noch mehr Tape. Okay. Okay, Basis oder Region. Batcave? Ja, Batcave. Aber siehst du, weißt du noch, was ich dir damals gesagt habe? Gibt es ein Problem in Empyrean? Rejoin behebt es meistens, ne? Hätte ich mich mal besser selbst dran gehalten. Oh, die Durian sind fertig. Sehr schön. Und ich bringe direkt auch nochmal vier Gemüse mit. Da kannst du dann Dinges draus machen. Dings da, weißt du schon, was ich meine, ne? Setzlinge. Für Kaffee. Pflanzeneiweiß. Da habe ich das, da war das. Wow, der Baum war weg und wieder da. Okay. Ich glaube, der Server braucht echt einen Neustart oder so. Der verhält sich So. total bescheiden. Wir haben sogar Kaffee, eine Pflanze. What the fuck? Und Entschuldigung. Kürbiskeime. Oh. Da. Und noch Dorian. Und Kaching. Duct Tapes. Uhuhu. Hey, Robin. So, jetzt können wir Salami herstellen. Ich war nämlich gewürzt, wie ich die Typen getroffen habe. Ah. Und Kaffee. So, die Wassergeneratoren stehen, ne? Die werden ja auf der Karte angezeigt. Direkt am Wasser. Da war das. Da mussten wir einmal auch unsortiert. Konstruktor. Leider. So, zack, zack. Kann nicht aufklappen. Jetzt brauche ich dafür gereinigtes Wasser 5 und Da darf die rein. Gesteinsmehl 4. Gereinigtes Wasser 5. Okay, auf Wasser müssen wir noch ein Augenblickchen warten. Aber dann lübt Warte mal. Ich hab ne Dovidee, ich hab Ah, ne Dovidee. Durian. Ja, lass mal hängen. Genau, hältst du länger. Aber wir müssen gleich ein paar Wasser rausholen können. Was meinst du? Meinst du denn da? Ich will raus. Batman. Mickey. Benimm dich, nicht das. Wie hieß der nochmal hier, der Kellner von dem? Watson? Nee, das war bei anderes. Nein. Alfred! Genau. Sonst hält Alfred dir wieder eine Standpauke, also sei vorsichtig.
Ah, das wäre auch, das ist ein Folgennamen, Batcave. Das gefällt mir wieder. Ja, ich finde so Sachen immer ganz witzig. Wo ist denn jetzt unser Wassergenerator? Warum wird der mir nicht angezeigt? Ach, da ist er doch schon, oder? Nee, das ist, was ist das? Ach, das ist das Scheck. Steht noch ein Konstruktor. Das Wasser ist weg. Das Silizium sieht ja jetzt fast aus wie weiß eh. Wahrscheinlich wieder wie früher. Was sind denn jetzt? Ach, da sind die Wasserdinger. Ey, ich mach da mal so einen Kartenmarco. Oh, das konnte ich auch wieder ernten. Also das hat sich gelohnt, ne, die zu entfernen. Da ist jetzt ein neues gekommen, das konnte ich wieder ernten. Nur so Ja, dann als tu Info. das so. Nö, nö, hab ich ja. Ich habe ja alle weggeschossen. Sind wieder erntbar gewesen. Ja, jetzt kann ich wieder. Ja. Du warst doch gerade noch. Dann habe ich dich wohl schon abgepflückt. Okay. Ja, das funktioniert. Mit dem Debug-Gerät. Hey! Zwei kastrierte Kanister Wasser. Entschuldigung. Das Brummen. Die habe ich, glaube ich, noch nicht erwischt gehabt. Genau, die muss ich auch noch mal mit dem Debuggerät. Beim Wasser ist eine. Die habe ich gesucht. Ich hatte nur zwei gefunden. Jetzt weiß ich, wo die dritte ist. Direkt gegenüber von den Wasserkanistern. Ja, die dann auch noch. Manchmal kommen sie wieder, manchmal kommen sie nicht wieder. Aber wenn sie wiederkommen, sind sie gesund. Das ist da eine alte Problem. Ne, die hat der wieder weggeschlürft hier, unser Alfred, nein, Batman, Robin, keine Ahnung. Ah, Konstruktor hier oben abgestellt. Ja, stecke Okay. ich jetzt gleich was rein für uns beide. Ups. Nein, nicht aufsteigen. Steck das blöde Ding doch endlich in die Tasche. So, ich habe hier also der Wasser. Ich habe das Wasser mitgebracht. Wo macht man denn jetzt hier gereinigtes Wasser? Gar nicht mehr? Wie gar nicht mehr. Nö. Du kannst keine gereinigten Wasserflaschen mehr machen. Du kannst da reinlegen und dann geht alles. What the heck? Aha. Schon nix Ahnung. Mein Name ist Hase. Ich nix von nix weiß. Nö, auch in der großen Maschine kann man das machen. Da kann man kleine Flaschen machen. Ah, so, jetzt wird Schuh raus. Dass man das hin und her schichten muss, das war früher besser. Konntest du alles in einem Gerät machen. Ah, hattest einen zweiten Erdscanner gemacht? Noch nicht, ne? Nee, Okay. den wollte er eigentlich vorhin mal anstellen. Ja, aber dann kam das Promethezium und das Wasser, weil Durst. Kennst das ja, ne? Und der ewige Hunger. Ach, der ist nervig. Ich denke mal, die Symbole in den Konstruktor mit den Schlössern drauf, das verschwindet, wenn die Alpha fertig ist wieder. Ja, du musst ja noch erforschen. Freischalten. Richtig, aber das hast du früher in dem anderen, in der 7 ja nicht gehabt, ne? Dass Nee. da Schlösser überall waren. Ich Da denke ist mal, es das. erst aufgetaucht, nachdem du es erforscht hast. Richtig, ich denke mal, das sind noch Platzhalter mehr oder weniger. So. Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Gereinigtes Wasser und ich wollte eigentlich hier so Dings da bauen. Sag mal schnell hier. Nährlösung, genau. Kann ich nicht, weil Gesteinsmehl, ne? Das kriegen wir doch auch noch hin, oder? Also, wenn wir nicht genug Steine haben, ne? Ne, nur 500. Siehst du? Ach, der kann noch nicht mal mehr Gesteinsmehl herstellen. Oh, ist das eine Gammelgurke. Oh, der spuckt direkt 20 aus pro Anlauf. Das ist nett. Dann schmeiße ich mal das da an. Und was wollt. Ach ja, genau. Die texturiertes Pflanzeneiweiß wolltest du haben, ne?
Als Anbaupflanze. Ja, aber guck mal, da kannst du, guck mal in den Anzug, was du da alles herstellen kannst. Da willst du Ja. RAM-Dose. Okay, dann schmeiße ich da direkt mal einer an. Das müsste zwei rausgeben. Weil da kannst du ja bis zu Salami alles mitmachen. Okay. Ja, Fleisch kannst du daraus herstellen. Ja, Und dann. einen Anzug und aus Fleisch machst du. Mit Gewürzen. Okay, ja, dann machen wir doch nur noch. Ja, kommen immer direkt zwei Texturierte raus. Passt. So, jetzt ist natürlich das Wasser leer. Nein, eins Wasser ist noch da. Und, dann können wir zwei neue Beete bauen. Soll ich die bauen? Bau, 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 bau. Ich bereite gerade was für uns beide vor. Aha. Da werde ich zwar noch ein paar Ladungen brauchen an Munition, aber egal. Okay. Zerlegen. Ja, besser ist das. Schalten wir die jetzt in Reihe oder in Ecke? Och, machen wir in Ecke, oder? Ja, machen wir in Ecke. So, ja, zwei haben wir noch. Ja, komm, hier, mach mal Stopp da. Reicht jetzt. Man kann auch alles übertreiben. So. Mach an, dann gib mir mal Baublöcke. Pflanzenbeet Holz, 1 und 2. Okay, Erdscanner. Dann haben wir wieder Futter. Dann haben wir Futter. Du sagst, daraus kann man nämlich alles machen. Das ist sehr gut. Ich soll mal in den Anzug gucken. Da, Anzug. Ja, guck mal in den Anzug. In meinem Anzug. Aber vor allen Dingen das, was zu essen ist, was das alles kostet und wo es dann letztendlich hin drauf hinausläuft. Ja, Gemüse oder das Zeug, hast du recht. Also kannst du rein theoretisch ein komplettes Beet nur mit den Dingern machen und gib ihm. Ja, das ist richtig. Bis auf die Konserven halt, aber da ist ja auch mittlerweile egal, welches Gemüse du anpflanzt, ne? Das ist gar Hauptsache nicht so Gemüse. schlecht. Richtig, ist ja auch okay für eine Gemüsedose, finde ich. Oh, das reicht schon, das reicht schon. So. Ich bin schon mal froh, dass die nicht ständig Wasser brauchen, die Gurkendinger hier. So, eins, zwei texturierte Pflanzeneiweiß. Ja, jetzt wäre schön, wenn die Bohrerladung fertig wäre. Komm, mach hinne. Ich muss da ein Stückchen Decke rausbasteln. Ich bleib bei dem Prinzip, erstmal für jede Pflanze eine Lampe, ne? Bevor sie uns kaputt gehen. Na gut, wir wissen jetzt nicht, ob das Verhältnis hier gleich ist. Genau, und wir haben ja echt schweinekalte Tage. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, wenn wir Der genug Vorteil Saat ist aber haben. bei den kalten Tagen, dass es nach da unten zieht, ne? Richtig. Also 761 wird es dann in den Bergen auf jeden Fall kühler. Das weiß ich. Ja. Aber wie verrückt, ne? In der Nacht warm und tags kalt. Ich glaube, da ist denen ein Fehler unterlaufen. Das kann nicht gewollt sein. Nee. Und wenn ja, auch cool. Ich finde es nur geil. Mal was anderes. Ist jetzt nicht schlimm. Weil die Lampen können wir ja später irgendwann mal wieder abnehmen. Aber so gehen wir jetzt erstmal kein Risiko ein. So, zwei texturierte Pflanzeneiweiße. Check. Und lasse ich den Rest erstmal offen, weil da können wir noch mal ein bisschen was hinbasteln. Wir auf jeden Fall noch ein Beet rein. Und wenn wir hier schlau anstellen, kriegen wir noch ein paar mehr Beete rein. Also, die Pflanzen haben so ungefähr ein Drittel runtergestellt von der Leistung. Meinst du wegen Wachstum oder was? Nee, nee, wegen Nahrung. Also, ich wollte gerade sagen, wir haben ja hier keinen abgeschlossenen Raum mit perfekten Klimata. Nee, nee, es geht nur um die Werte für die Nahrung. Aber ich arbeite an dem Problem mit dem Klimata. Machst du die Batcave dicht? Ich habe jetzt erstmal ein Dach eingezogen, damit man nicht immer gucken muss. Also ein zweites Dach. Wir haben ja oben über dem Loch auch noch ein Dach. Aber ja, ich ziehe im Prinzip einfach eine Decke ein.
Sodass man später sagen kann, okay, wir bauen woanders, aber warum soll man hier nicht noch ein Ersatzgewächshaus haben? Bei dem, was man hier an Futter verbraucht. Obwohl im Moment geht's bei mir. Ich bin noch bei 238.